Das Wattenmeer braucht Freunde. Das Wattenmeer braucht Partner. Das Wattenmeer braucht Unterstützer. Das heißt, Betriebe, Bildungseinrichtungen, touristische Einrichtungen, Anbieter von Naturerlebnisangeboten im Tourismus, die stellen sich hinter die Identifikation zum Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer, zum Erhalt dieser Region, zum Ausbau zu einer nachhaltigen Gesamtregion. Und diese Partner bilden das große Partnernetzwerk Nationalpark und Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer. Unser Hotel befindet sich mitten im Nationalpark. Wir schätzen den Nationalpark, wir lieben den Nationalpark und wir möchten halt auch, dass unsere Gäste das so ein bisschen wahrnehmen, wie wertvoll das ist und vor allen Dingen, wie einzigartig das ist. Und insofern ist eine Partnerschaft eigentlich ja wirklich naheliegend. Angefangen bei der Energie. Wir haben Blockheizkraftwerke, wir haben auf unserem Mitarbeiterhaus eine Photovoltaikanlage. Wir beziehen natürlich Ökostrom, wir beziehen Naturgas. Und was ganz wichtig ist, sind Verpackungselemente. Wir versuchen den Müll, soweit es geht, zu reduzieren, um wirklich diese Verpackungsmengen irgendwie einzudämmen. Wir legen sehr viel Wert auf regionale Produkte. Mit dem Fleisch haben wir es ja tatsächlich so gemacht. Wir beziehen ja nicht einzelne Stücke vom Fleisch, sondern wir beziehen ja gleich ein halbes Kalb oder ein halbes Rind. Das heißt, das Tier wird in alle Einzelteile wirklich von uns auch zerlegt und dann werden die Produkte nach und nach angeboten. Also bis auf der Knochen wird wirklich das ganze Tier bei uns zerlegt. Und somit ist das schon mal ein fester Bestandteil unserer Speisekarte. Wir wollen eine nachhaltige Regionalentwicklung schaffen, hier in der Region, gerade auch im Biosphärenreservat. Und dazu brauchen wir Partner, die genau in diesen Prinzipien arbeiten, nachhaltig arbeiten, regional arbeiten, hohe Qualität haben und das Ganze gemeinsam nach außen bringen und das Ganze gemeinsam stärken. Und dafür haben wir eben dieses vielfältige Netzwerk, was zusammenarbeitet, indem wir zum Beispiel jetzt zum dritten Mal die Biosphärenmenütage veranstaltet haben. Da geht es ganz konkret darum, dass in der Gastronomie bei den Partnern eine Woche lang ein Menü angeboten wird, das komplett aus regionalen Zutaten besteht. Und da muss man dann schon mal gucken, wo bekomme ich die Zutaten tatsächlich in der Menge her, in der ich sie brauche. Und dafür haben wir dann eben genau die Idee des Netzwerks, dass man eben sagt als Gastronomiepartner, Mensch, wir haben doch auch die landwirtschaftlichen Betriebe, die liefern zum Beispiel die Kartoffeln hier aus der Region, die können wir dann doch in unserem Menü verkochen, dass es eine Woche lang gibt. Und so werden die Strukturen immer größer und immer weiter, die Partner lernen sich besser kennen und so hat man im Grunde dann das auf dem Teller, was die Region zu bieten hat. Und da kann man tatsächlich diese Woche lang eigentlich von Partner zu Partner touren und gucken und sehen, was macht der Einzelne aus den Produkten hier in der Region. Und es ist total spannend und es macht total viel Spaß. Und ich glaube, da kann man noch ganz viele tolle Dinge gemeinsam entwickeln in den nächsten Jahren. Also das Biosphärenmenü war sozusagen der Aufhänger und passt doch total gut, dachten wir, dass wir daraus das Wattenmenü machen. Also Wattenmenü im wahrsten Sinne des Wortes und dann nachhaltig und vor allem auch langfristig unsere Gäste damit begeistern können. Und wir würden das gerne jetzt ab sofort dann ab Oktober spielen und dann natürlich saisonal ändern, je nachdem, was dann für Produkte gelten in dem Zeitraum. Das heißt aber, dass wir nachhaltige Produkte schaffen und den Gast damit begeistern wollen. Darum geht es im Endeffekt ja immer, dass wir den Gast, den Restaurantgast vernünftig abholen. Und dass wir dem was erzählen können über das Wattenmeer. Und nichts ist doch schöner, wenn man das noch schmecken kann. Und jetzt ist es so, dass wir seit einigen Jahren tatsächlich uns darum bemühen, von der Kurverwaltung aus, der Nordseebad Spiekoog GmbH, aber auch von den Leistungsanbietern, gemeinsam einen nachhaltigen Weg zu gehen. Und das beschreiten wir unter anderem mit dem Nationalpark natürlich in Kooperation, Nationalparkpartnern, um zu versuchen, dass Gäste das Erlebnis Naturraum noch besser wahrnehmen können hier auf der Insel. Also Nationalpark und Tourismus auf der Insel gehen da Hand in Hand. Wir tauschen uns da eng aus und sind da ja, bedeutende Sparringpartner, würde ich sagen. Das Weltnaturerbe ist ein Geschenk der Natur an uns, die wir hier leben, Urlaub machen, arbeiten, wohnen, was auch immer. Es ist ein großes, großes Geschenk der Natur, einzigartig und außergewöhnlich. Es gibt es in dieser Qualität nur hier.
Und die Freunde, die sich dieser Einzigartigkeit bewusst sind, die das stärken wollen, die dazu beitragen wollen, es zu erhalten, in die nächsten Generationen für unsere Kinder und Kindeskinder auch die gleichen Erlebbarkeit zu garantieren, das sind unsere Partner. Also viele Partner im Arbeitsalltag, aber es sind auch die Partner, die dieses auch zu einem wirtschaftlichen Teil ihres Unternehmens gemacht haben. Das sind Partner in der Wirtschaft, wie in der Gastronomie oder in der Beherbergung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und diese Partner sind dann im Verbund, bilden ein großes Netzwerk. Und dieses große Netzwerk ist das Sicherheitsnetz für das Weltnaturerbe. Wenn viele, viele Menschen dieses Netz sozusagen stärken, dann brauchen wir keine Sorge haben, dass es so bleibt. Die großen Herausforderungen an das System sind der Klimawandel, sind viele andere Effekte. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ganz viele Knoten in einem solchen Netzwerk sind, dass wir dann auch mit positivem Ausblick in die Zukunft gucken können.